zum dritten Fußballstammtisch auf ligatv.at. Heute ein extra Stammtisch Grund, die Präsentation der Nachwuchstrainings-Doppel-DVD produziert von unserem Experten Richie Ziesler. Der Bund besteht aus den Vertretern der vier Vereine, mit denen ich gemeinsam das Projekt Soccerstar für Vereine durchführe. Und ich beginne mal, neben dem Römer sitzt der Daniel Wertheim von der FC Olympic Klosterneuburg, SG Klosterneuburg. Dann links und rechts vom Liga-TV Transparent sitzen der Sepp Fessel und der Andreas Niklas von der FC Biesenberg. Rechts von mir sitzt in Vertretung vom Jugendleiter Christian Moser, der Clemens Maurer, der U10-Trainer des ASV Hinterbrühl. Und neben dem Clemens sitzt der Peter Steiner, der Jugendleiter von SV Gerersdorf, Stammersdorf. Die Kooperation besteht aus vier Vereinen und aus meiner Wenigkeit, und wir machen einfach gezielt Koordinations- und Techniktraining für die Kinder der diversen Nachwuchsmannschaften. Ich gebe die Frage mal weiter an die Runde. Fangen wir mal ganz unten mal an. Was hat euch bewogen, eigentlich dazu mit zu tun? Ich kenne den Richard noch aus der Stadtlauzeit, und bei der Stadtlau war immer ein top-koordinatives Training mit Ball und X-Übungen gemacht, und muss sagen, wir sind froh von der ersten FC Biesenberg, dass wir den Richard derzeit bei uns haben. Einmal in der Woche für den kompletten Nachwuchsbereich von der U6 bis zur U17 hinauf. Ich kenne den Richard auch aus gemeinsamen Stadtlauer Zeiten, wo ich der Trainer war, und er genauso. Und habe nicht lange gezögert. Also wir haben vorher gesprochen über auch andere Möglichkeiten der Kooperation, und letzten Endes ist das geworden. Und auch bei uns sind wir sehr glücklich über das Know-how und die Erfahrung, die der Richard bei uns einbringt. Vor allem wirklich auch breit gefächert vom wirklich sehr guten Fußballer bis hin zum Anfänger. Also gibt es da Übungen, die wirklich für alle passen. Ja? Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja? Habe ihn dann kontaktiert, wir haben uns dann getroffen, haben dann für die Trainer mal miteinander einen Workshop gemacht, der sehr erfolgreich war, wo wir unser Konzept erarbeitet haben, und im Zuge dessen ist dann auch zu der Kooperation gekommen, dass er gesagt hat, er will bei uns auch sein Soccerstar-Programm mit uns und mit unseren Burschen machen, und ja, wir sind genauso glücklich, und trotz anfänglichen Skepsis von manchen Trainern sind wir eigentlich jetzt sehr froh, dass er da ist. Und jetzt nur unverständlich ist, warum Skepsis ist. Genau, naja, alles was ein bisschen neu ist manchmal nicht immer. Aber wir sind alle froh und glücklich, dass er da ist, und wirklich eine tolle Sache, und die Burschen nehmen das auch sehr gut an. Ja, beim ASV Hinterbrühl besteht die Kooperation seit Sommer. Ich kenne den Richard persönlich schon sehr lange, war selbst der Fußballcamping vor ca. 20 Jahren. Er selbst war auch schon mal Trainer in der Hinterbrühl und ist jetzt wieder zurückgekommen als Individualtrainer im Bereich Technik und Koordination. Und für uns ist es ein super Trainingsbaustein zusätzlich zum normalen Trainingsalltag, dass man das im Nachwuchs einbauen kann. Ich kenne den Richard natürlich aus meiner Zeit als sportlicher Leiter beim FC Stadtlauer und auch seine Trainingsmethoden. Ich finde nur eines toll, dass so vier Vereine sich gefunden haben, das Know-how von ihm annehmen und auch das im aktiven Training durchführen. Das finde ich wirklich sehr, sehr toll, und das ist, glaube ich, einer der wenigen in Wien, wo es das gibt, dass ein Individualtrainer bei vier verschiedenen Vereinen arbeitet. Richard hat eben kein Nahverhältnis zum Verein, und dass das sicher sehr positiv ist und er natürlich bei den anderen Vereinen positive und negative Erfahrungen macht und das in jedem Verein dann verwenden kann. Und ich glaube, das ist eine ganz eine großartige Sache. Grundsätzlich einmal, wo wird es eigentlich die DVD immer geben? Ist einmal klar, der Liga-TV im Shop wird es geben, das ist die DVD. Und es wurde also von mir dann begonnen, bei den Trainings mitzufilmen, wenn die Kinder das Programm durchgeführt haben. Und 137 Übungen in verschiedenen Kategorien, beginnend bei Technik, Ballerwehr, also Ballgefühl, Technikerwerbstraining, oft in Kombination mit einem zweiten Ball, der also die Aufmerksamkeit und die Vernetzung der Gehirnhälften zusätzlich noch erhöht.
Man hat auch gesehen, dass die Kinder überhaupt keine Probleme haben, diese Übungen mit zwei Bällen durchzuführen. Man unterschätzt Kinder landläufig sehr gerne. Dann natürlich normales Hufentraining, Jonglierübungen mit Ball und Tennisball, Ballkoordination mit zwei Bällen in verschiedenen Positionen, im Sitzen, im Stehen, mit Partner, ohne Partner. Stabilisationsübungen sind da vertreten. Koordinationsübungen in der Gruppe mit mehreren Bällen und dann noch als ersten Einstieg in den sogenannten echten Fußball, viele 1-gegen-1-Situationen in vielfältiger Form, wie sie den Kindern einfach Spaß machen können, Torschussübungen und auch den zweiten zwei Situationen. Was man auf dieser DVD nicht finden wird, sind große Spielformen, die sind nämlich wieder ein eigenes Thema. Ich möchte mich bei der Runde herzlich bedanken fürs Kommen. Dankeschön. Ich durfte schon auch noch in der Arbeit Publikumsverbot kommen. Leider, das war leider so. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei den Zusehern von www.liga.tv.at. Wünsche euch schönen Abend und wie gesagt, also wenn man so schaut, also für Talente gibt es da viele Möglichkeiten. Hoffen wir, dass das in Wien auch der Fall ist. Und einiges gehört, liebe Wiener Vereine, hört zu, vielleicht kannst du es genauso umsetzen. Und wie gesagt, das nächste Mal dann wieder Wien schauen auf Liga TV. Danke. Danke.